Kaffee ist aus. Moin Moin, willkommen auf meinem zweiten Kanal. Es geht wieder weiter. Ja, letzten Dienstag und Samstag sind keine Videos gekommen. Ich stecke voll in den Vorbereitungen und das erzähle ich heute in diesem Video. Halt praktisch wieder ein Update-Video, was ihr auch gerne mögt. Und was meine Leidenschaft ist, immer Werkstatt aufräumen. Ich bin kurz vor Sardinien, habe ich noch meinen Umbau für den Caddy gemacht und habe hier alles liegen und stehen gelassen. Und das muss ich auf jeden Fall wieder ein bisschen aufräumen. Das werde ich heute machen. Erzähle euch, was ich für weitere Projekte vorhabe. Hier mein Werkzeugkasten steht auch noch im Weg. Kaffee ist alle. Ich muss mir einen neuen kochen, aber ich muss auch ganz viel Wasser trinken. Heute ist Montag, gestern hat Schweiz gegen Deutschland gespielt, war auch ein geiles Spiel, 1-1. Und ich wollte eigentlich heute auch zum Friseur, also verzeiht mir, wenn ich so strubbelig aussehe. Aber heute hat kein Friseur auf. Ja, und dann gehe ich morgen zum Friseur und da zeige ich euch nochmal eben was noch nebenan. Ja, genau. Schaut einfach selbst. Hier das gleiche Desaster, überall fliegt hier Holz rum. Ich habe hier fleißig gesägt, wie man sieht. Das muss ich auch alles aufräumen, mal ein bisschen auffegen. Hier steht auch einiges rum, auch schön aufräumen. Und dann möchte ich die Woche weitere Projekte angehen, zum Beispiel wie endlich mal meinen Roller wieder fit kriegen. Da habe ich eine Frage an euch, die Roller fahren, also E-Scooter. Und ich weiß gar nicht, soll man E-Scooter oder E-Roller sagen? Also man steigt da irgendwie gar nicht mehr so richtig durch. Ja, ich wollte mir erst ein Ladegerät kaufen, aber irgendwie... ja, später dazu mehr. Ich habe jetzt eigentlich 2 Wochen noch Zeit, ein paar Projekte zu machen. Livestream und den Caddy fertig machen. Aber nicht mein Caddy, sondern den Caddy von meiner Frau, den mit dem Dachzelt drauf, wo wir ja auch in Urlaub immer fahren, jedes Jahr. Und da habt ihr auch schon bestimmt einige Videos auf meinem Hauptkanal gesehen. Dieses Jahr geht es aber wahrscheinlich nicht nach Österreich, Italien, Kroatien, sondern wir werden diesmal nach Dänemark, Schweden fahren. Mal was komplett anderes und das Dachzelt werden wir wahrscheinlich auch nicht benutzen. Ich habe damals hier so einen Plan hingehangen vom Caddy 3, das ist ein TDI 1,9 und ich habe den Multi-Caddy Camper genannt, weil ich den halt umbauen wollte, dass man hinten schlafen kann und eben das Dachzelt. Das hatte ich ja damals geschafft, wir sind damit auch losgefahren. Wir waren mit dem Caddy jetzt 2-mal im Urlaub, hat auch alles super geklappt und waren super zufrieden, bis auf das Problem, das mit dem Hund. Ich weiß nicht, nennt man das immer Pension oder Pension? Ich sage immer Pension, aber ich glaube, das heißt Pension, oder? Keine Ahnung, ihr wisst ja, was ich meine. Wollen wir uns diesmal mieten, dass man den Hund auch mal eben für ein paar Stunden alleine lassen kann und dann können wir was unternehmen. Ja, kannst du einen Hund schlecht mitnehmen zum Schwimmbad? Das geht halt leider nicht. Und genau, deswegen wollen wir diesmal ein bisschen anders den Urlaub machen. Aber das seht ihr dann alles, wenn ich unterwegs war. Für mich zählt heute Werkstatt sauber machen. Alter, und ich schwitze ja. Boah, das ist so eine schwüle Hitze. Boah, das ist Wahnsinn. Aber richtig geil eigentlich. Eigentlich richtig geil, um auch mit dem Schlauchboot loszufahren. Vielleicht schaffe ich das Wochenende noch mit Blitzi nochmal ein Schlauchboot zu... ja, das macht das Wetter, glaube ich. Vielleicht schaffe ich Wochenende mit Blitzi noch mal eine Schlauchboot-Tour zu machen, weil ich möchte mein großes Schlauchboot noch mal ausprobieren, das grüne. Ich glaube, das habt ihr auch nur einmal gesehen auf meinem Hauptkanal. Und wir wollen das mit dem Elektroaußenborder mal ausprobieren, ob der das auch packen würde. Ihr habt das wahrscheinlich gesehen im anderen Video. Da hatte ich ja mein weißes Schlauchboot benutzt, das kleinere. Und das hat er super gemeistert und damit bin ich ja mit David dann auf dem Steinhuder Meer zu der Insel gefahren. Das hat auch richtig Spaß gemacht, das war richtig cool und wir durften da sogar auch eine Nacht schlafen. Ja, und jetzt wollen wir das Grüne halt ausprobieren, vielleicht schaffen wir das Wochenende. Das Wetter ist auf jeden Fall sehr geil und ich muss aber ein paar Sachen noch machen und zwar, ich weiß gar nicht, wo ich das hingepackt habe. Ich wollte nämlich noch was basteln. Und das werde ich dann auch vielleicht morgen nach meinem Friseurtermin machen. Dafür muss ich wieder in die Halle 2. Und ich habe hier irgendwo meinen Batteriekasten hingelegt. Ah, genau. Ich habe das extra so schön aufgeräumt. Ich habe nämlich jetzt hier so meine ganzen Bootsachen ja, hingestellt. Hier im Regal mein Batteriekasten, Ladegerät, Badeschuhe. Ja, hier die Powerstation zum Aufpumpen vom Schlauchboot. Hier mein Fass, was ich immer mitnehme. Reinigungssachen, Flickzeug und so weiter. Dann den Alu-Koffer. Hier habe ich auch noch das alte Schlauchboot, wo ich mit Blitzi nochmal und Luca unterwegs war. Das könnte man vielleicht auch nochmal ausprobieren. Das muss ich aber bestimmt nochmal flicken. Der hat 1-2 Löcher. Hier habe ich mein Packcraft Schlauchboot. Und hier steht mein Außenborder und der Boden für das Schlauchboot.
Genau, ich hoffe, das habe ich jetzt hier reingetan. Ich heb das einfach mal raus und pack das hier auf der vollgehauenen Werkbank. Genau, die Batterie muss ich eigentlich heute nochmal aufladen. Ich guck mal so. Oh, die hat noch 84% hat die noch. Wo habe ich denn jetzt die Teile hingeschmissen? Haha. Deswegen habe ich das immer ganz gern, dass die Halle aufgeräumt ist. Dass ich auch wieder alles wiederfinde. Alter, das macht das Wetter. Echt. Ja, ich gucke jetzt mal, wo ich die Teile habe, dass ich euch das zeigen kann, was ich davor hatte. Ah, hier. Hier habe ich das reingepackt. Und zwar das hier. Wollte ich in den Kasten ein Manometer einbauen. Ein Batteriewächter. Und der sollte hier oben angebaut werden, dass man den Deckel nicht immer abnehmen muss, sondern es direkt beim Schlauchbootfahren gucken kann, wie voll die Batterie denn noch ist. Oh, so eine Bullenhitze. Ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock aufzuräumen. Da kann ich lieber in meinen Keller ein Video schneiden. Und was ganz wichtig ist, ganz viel Wasser trinken. Eieieiei. Und dann muss ich mal gucken, wo ich jetzt hier das Loch reinmache. Oder ich wollte den eigentlich... Wollte ich den ohne Halterung, ich wollte den einfach nur hier oder hier so schräg reinsetzen. Das werde ich mir vielleicht nochmal überlegen. Vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was würdet ihr machen? Würdet ihr die Halterung anbauen oder würdet ihr ein Loch hier raussägen und einfach das hier so reinkleben? Ich weiß nicht, ob ich das heute schaffe. Vielleicht mache ich das dann auch Dienstag oder Mittwoch, so dass es halt für die Schlauchboot-Tour am Wochenende fertig ist, dass ich das dann ausprobieren kann. Ich weiß nicht, ich wollte da noch irgendwas anderes noch einbauen. Ich weiß aber gar nicht mehr gesagt, was. Ach ja, genau, hier, das hier gehört noch dazu. Ja, genau, das wollte ich ja auch noch einbauen. Hier ist noch der An- und Ausschalter. Das ist der Außenborder, dass ich nicht immer die Krokodilzangen an der Batterie immer abklemmen muss, sondern einfach ganz normal hier den Knopf drücken kann für An und Aus. Das wollte ich nämlich, glaube ich, hier auch noch aufbauen. Ja, dann habe ich hier noch verschiedene Teile für meinen Caddy reingepackt, was ich noch brauche für den Ausbau. Und ja, das hat sich auch wohl erstmal ein bisschen erledigt. Hier habe ich sogar noch Magnete. Also mein Ausbau wird jetzt noch warten müssen. Und ich war jetzt vor kurzem bei Benny in der Fahrzeugschmiede. Ich habe zwei neue Scheiben, ich habe Seitenblinker neu bekommen, Windabweiser, zwei neue Stoßdämpfer hinten bekommen. Und jetzt ist er erstmal soweit fertig. Es kommt noch zwei Sachen am Caddy ran. Das kommt aber erst später, erst nach dem Urlaub. Und da möchte ich mich jetzt erstmal um den Caddy kümmern, mit dem wir in Urlaub fahren. Aber ich glaube, das mache ich dann, wenn ich das Projekt anfange. Ich muss jetzt ganz dringend hier aufräumen. Hier zum Beispiel mein Werkzeugkasten. Der muss auf jeden Fall auch wieder in die Halle 1. Hier, das ist zum Beispiel noch der Ausschub. Den hätte ich fast auch noch auseinandergebaut. Für die Sardinien-Tour. Das hatten wir zum Beispiel mit in den Familienurlaub mitgehabt. Da war nämlich die Powerstation drin. Und ich weiß gar nicht, hier glaube ich waren die Spülsachen drin. Hier hätten habe ich glaube ich Gaskartusche und sowas drin gehabt, eben halt Kleinkram und sowas. Aber ey, das hat voll ausgereicht. Einfach eben zusammengebaut und hat seinen Zweck erfüllt. Ich konnte es rausschieben, ich konnte es reinschieben. Perfekt, ohne Schwerlastschienen und sowas. Einfach nur so in den Kasten rein. Ich sammle und sammle und sammle wieder. Ich stelle jetzt die Kamera hin, mache Zeitraffer und dann räume ich auf. Ich hätte mir mal eine kurze Hose anziehen sollen. Ja, hier habe ich ja immer so meine Wand, wo ich die ganzen Holzplatten hinstelle. Und hier meine Tonne packe ich immer so die Reststücke ab, die ich abgesägt habe. Und das gleiche ist hier auch, aber ich muss jetzt mal allmählich anfangen, auch ein bisschen aussortieren und Sachen wegzuschmeißen, weil ich habe hier irgendwie auch keinen Platz mehr. Ihr seht, hier liegt noch mehr Holz rum, das muss jetzt auch aufgestapelt werden. Säge weg, hier fegen, schwitzen ordentlich, Werkzeug wieder einräumen und das Ganze wieder in Zeitraffer. Es geht weiter in Halle 1. Oh, alter Schwede, die Suppe läuft so runter, mein T-Shirt ist komplett voll geschwitzt. Aber ich habe schon mal ein bisschen was geschafft. Ich muss jetzt noch mal gucken, wo ich noch die Dachlatten hinpacke. Eigentlich wollte ich die da noch in den Regal reinstopfen, aber das ist auch schon alles so voll. Und ja, hier habe ich den größten Teil schon weg, das kommt wieder in die nächste Halle rein. Hier die Schwerlastschienen, muss ich auch noch mal eben zusammenpacken, sauber. Und dann kommt jetzt hier dieser Bereich. Aber ich weiß nicht, was ich mit diesem ganzen Kleinkram machen soll. Habt ihr da vielleicht irgendwie eine Idee oder wie macht ihr das zu Hause? Schmeißt ihr so einen Kleinkram weg oder behaltet ihr auch noch
sowas auf, weil ab und zu braucht man ja dann wieder so ein Teil und ich finde es halt viel zu schade, um wegzuschmeißen. Ich habe öfter schon mal irgendwie Teile gebraucht, auch wenn es nur zu basteln ist hier in der Garage oder im Haus. Puh, alter Schwede, ich freue mich gleich auf eine Dusche und dann einen schönen leckeren Kaffee und dann gehe ich gleich an den Videoschnitt, gehe ich unten in den Keller und da zeige ich euch gleich auch nochmal eben, was da passiert ist. So, jetzt zu der Ecke hier. Mann, ich habe die Hälfte hier vergessen. Mensch, oh, da gibt wieder Ärger hier. Da gibt wieder Ärger. Nur die Hälfte gemacht hier. Musste gerade mal ein Foto machen für Instagram. Könnt auch gerne mal vorbeischauen auf mein Instagram-Profil. Let's Urbex. Alles unten in der Videobeschreibung. So. Siehst du wohl. Alles schön wieder aufgeräumt. Das muss ich natürlich noch in die Mülltonne schmeißen. Das muss ich noch mal eben aussortieren. Das sind noch so Sachen, die ich auch vielleicht noch in die Halle 1 packe. Und ja, dann habe ich schon mal alles wieder schön schick, dass ich weiter basteln kann. Da ist der Batteriekasten, den ich ja noch basteln will. Da ist auch alles sauber. Hier auch. Alles schön aufgeräumt, gefegt und alles da wieder hingepackt, wo es hin soll, dass ich wieder meine weiteren Projekte basteln kann. Batteriekasten und mein Roller, was mir immer noch Probleme macht. Das Ladegerät ist heile. Er zeigt mir grün an, aber er lädt halt meinen Akku nicht voll. Wenn ich den jetzt aber schiebe, zeigt er mir das Display an. Ja, ist auch ein bisschen verstaubt. Ich habe es jetzt auch schon lange nicht mehr benutzt. Und manche haben mir auch geschrieben, dass ich das Blech hier unten abschrauben soll und von der Platine mal eben die Stecker rausziehen soll, praktisch ein Reset machen. Das werde ich dann jetzt nochmal machen, und weil ich habe nämlich voll Bock, mit dem Roller nochmal auf Tour zu fahren, auch im Livestream. Den werde ich mir auf jeden Fall nochmal fertig machen. Ich brauche ja auch eine neue Plakette, aber da muss er erstmal laufen. Oder ich verkaufe den und kaufe mir noch einen besser, der vielleicht auch mehr Reichweite hat. Ich glaube, mit dem kann ich nur 12 Kilometer fahren. Und ja, das ist ja eigentlich nichts. Und ich habe schon gesehen, es gibt welche, da kannst du 50, 70 oder 80 Kilometer mitfahren. Falls ihr auch so einen Roller oder Scooter, ich weiß nicht, was sagt ihr zu Roller, Scooter, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr für einen habt und was ihr mir empfehlen würdet. Was richtig geil wäre natürlich, wenn man einen Akku tauschen könnte. Wenn man jetzt einen zweiten Akku mitnehmen könnte und noch länger fahren kann. Aber die sind halt noch schweineteuer. Aber ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, machen wir noch einen kleinen Schwenk zum Keller. Da hat sich nämlich auch noch ein bisschen was getan. Und würde sagen, jetzt. Und jetzt bin ich im Keller frisch geduscht, frisches T-Shirt an, Jogginghose, barfuß. Oh, hier ist es schön kühl hier unten. Und hier seht ihr jetzt meinen neuen Schreibtisch, den ich von Kevin abgekauft habe, ganz billig. Ich hätte es mir auch bei IKEA selber gekauft. Ich hätte alles wieder selber zusammenbauen müssen. Und da habe ich Kevin gefragt, weil er ihn verkaufen wollte. Wir haben schon ein halbes Jahr über seinen PC geredet. Und da hat er mir gleich einen Komplettpreis gemacht und da habe ich ihm das alles abgekauft. Zusätzlich mit dem Monitor. Ja, und ihr wisst ja, dass ich eine ganz große Spende bekommen habe, weil die Sachen mir geklaut worden sind. Und das habe ich auch von den Spenden genommen, aber nur einen kleinen Teil davon, weil ich mit Kevin schon seit halbem Jahr über diesen Rechner geredet habe und dass ich ihn abkaufen wollte. Ich wollte ihn erst in Raten abkaufen, habe ich aber nicht gemacht, weil ja noch meine Sardinentour und so kam. Und da habe ich gesagt, dann spare ich noch und ich habe auch gespart. Und jetzt habe ich mir einen Teil von dem Spendengeld auch dafür genommen. Aber ja, es kommen immer Kommentare rein, bla bla bla. Der ist ja auch dafür da, dass ich meine Videos schneide und Livestream mache. Und ich hätte ihn mir ja wieso gekauft. Also mal von ganz abgesehen, ich hätte ja noch weiter gespart und hätte ihn dann irgendwann, ein, zwei Monaten, hätte ich mir den ja eh von Kevin abgekauft. Ja, es sind ja immer so Neider wieder dabei und die halt immer, ja, kaufst du das für den Spendengeld? Ja, man kann sich's bald nicht mehr anhören. Ja. Grüße dich, Kevin. Ich filme dich gerade für mein YouTube-Video auf meinem zweiten Kanal.
Du kannst mir doch bestätigen, ja, dass wir schon seit einem halben Jahr über deinen Rechner geredet haben. Dass ich dir den abkaufe. Mindestens. Genau. Und du kannst mir das bestätigen, dass ich mir den ja so kaufen wollte bei dir. Und dass du mir halt ein Angebot gemacht hattest, den Schreibtisch mit PC und dem Monitor. Richtig. Ja, ich brauche das eh nicht mehr, ne? Ja, du machst ja auch keinen Livestream mehr, du bist nicht mehr am Zocken. Und genau, ich war ja schon halbes Jahr. Da komme ich schon die ganze Zeit nicht mehr zu. Und ich habe ja schon ein halbes Jahr, haben wir ja schon drüber geredet, ob ich dir den abkaufe in Raten und so. Und da habe ich gesagt, ich spare mir den halt noch zusammen. Und jetzt war eben halt der Punkt gewesen, wo ich gesagt hatte, komm, weil du den Schreibtisch auch loswerden wolltest, habe ich gleich zugeschlagen. Und du hast mir ja auch ein... Ja, richtig. Bei uns ist das immer so ein bisschen zeitverzögert. Also wenn wir Sachen machen wollen, dann kommen wir da auch ganz gerne mal von ab. So war es ja mit dem Computer auch. Aber bei dir ist ja da die Hälfte abgeraucht. Ja. Und da du da ja mit arbeitest, brauchst du das eher als ich. Genau. Und ich nutze es eh nicht. Bei mir steht sie rum. Ja. Und da muss man ja auch einfach zuschlagen. Du hast mir ja natürlich einen Freundschaftspreis gemacht. Und da Freundschaftspreis, man kann ja locker drüber reden. Also da habe ich bestimmt 500 €, 600 € gespart bei einem, oder? Ja, mindestens. Ja. Mindestens. Aber ich brauche es halt nicht mehr. Und ich wollte mir halt auch nicht die Mühe machen, das alles da in Einzelteile zu verkaufen und so. Und du hast einfach das gebraucht und das war halt passend für dich. Und deswegen sollst du es nehmen. Also ich brauche das nicht. Ich nutze das ja schon ewig nicht mehr. Genau, weil da eben jetzt eben so ein paar Sachen reinkamen, dass ich mir das halt von dem Spendengeld gekauft habe. Und ich wollte halt nur mal eben beweisen, dass ich mir den Computer ja eh bald bei dir gekauft hätte in 1, 2, 3 Monaten. Du hast ihn ja auch zurückgehalten. Wir reden da ja schon Ewigkeiten drüber. Also ja. Schon super lange. Auch im Livestream haben wir schon drüber geredet. Das stimmt. Ne? Das stimmt. Genau. Ja. Und das wollte ich jetzt gerade mal in meinem Video verpacken, dass ihr mal seht, ja, schöne Grüße an Kevin. Was, du bist im Urlaub, ne? Ich habe jetzt Urlaub, ja. Ja, dann komme ich morgen nochmal eben vorbei. Kommt ein neues Rad. Genau. Und dann wird mal wieder ein bisschen Rad gefahren. Wir haben noch beide was vor. Ja. Schauen wir mal die Woche. Ich komme morgen zum Kaffee vorbei. Ja, sag Bescheid. Ich bin hier. Okay, dann danke ich dir, Kevin. Ja, gerne. Bis dann. Ciao. Schönen Urlaub. Tschüss. Dass ihr mir das glaubt, dass das wirklich schon länger im Gespräch war und ich auch sehr heiß auf dem PC war. Und ihr habt gerade gehört, Kevins Bestätigung. Und wie gesagt, ich hätte mir den PC ja eh geholt. Ja, die Spenden, die ich reinbekommen habe, ich habe mich ja schon riesig bedankt und ich kann nochmal Dankeschön an euch alle sagen. Und das ist ja auch eine freiwillige Sache und ich habe ja nicht gerechnet, dass so viel da rauskam. Falls ihr jetzt nicht wisst, um was es geht, schaut einfach auf meinen Hauptkanal vorbei. Ich habe unten ein paar Links in die Videobeschreibung verlinkt. Mir wurde ja mein Auto eingebrochen in Italien rum. Mir wurden ganz viele Sachen geklaut. Und viele Leute haben da nicht richtig zugehört. Ich habe gesagt, ich habe auch selber Schuld. Ich habe den Kasten offensichtlich davon hingebaut. Ich wollte ihn ja aber wieder umbauen. Und es lief aber die ganze Zeit gut. Und der letzte Tag war eben halt sehr doof, dass die mir halt die Sachen geklaut haben. Und das Ding war noch, das war aber total unbewusst. Ich hatte ja ein Backup gehabt. Ich hatte Speicherkarten gehabt. Das war hier so eine Speicherkartenbox. Die war aber ein bisschen größer. Und da waren, ich glaube, 8 oder 10 Speicherkarten drinne. Und das war mein Backup. Ich habe nur dummerweise in Italien Rom, habe ich diese Box mit meiner Drohne in den Autokasten reingepackt. Und ich weiß nicht warum. Die Frage stelle ich mich heute immer noch, weil die stört ja nicht. Die hätte ich einfach im Rucksack lassen können. Ich weiß es nicht, warum ich verflucht doch mal diese blöde Box da in den Kasten reingepackt habe. Und dann gibt's ja wieder ein paar Leute, die dir dann schreiben wieder in die Kommentare, hör auf jetzt rumzuheulen und so. Es ist ja auch mein Kanal, ich kann so viel heulen, wie ich will. Mi. Wenn's dir nicht passt und du schreibst immer wieder solche dummen Kommentare, dann geh doch einfach. Aber nein, es ist immer eine Person, der schreibt immer und immer wieder rein. Ich bann den aber auch nicht, weil mir ist das mittlerweile zu doof. Ich ärgere mich auch gar nicht drüber. Ich ärgere mich nicht drüber, weil 99% kommen nur geile Feedbacks rein. Und ich habe das ja gesehen, was da reinkam. Und deswegen mache ich auch weiter. Ich kämpfe weiter und ich schaffe mir das, was ihr gespendet habt, schaffe ich mir auch das an, was ich für meinen YouTube-Kanal brauche. Rechner, Videoschnitt, Livestream. Gut, also das wäre jetzt mein Setup und Schreibtisch hätte ich mir auch neu geholt. Ich hätte ja viel mehr bezahlt und ich habe den ja gebraucht geholt. Und das Schöne ist, ich brauchte ja gar nichts aufbauen. Der hat ja schon die alle zusammengebaut. Ich habe die eben von seiner Wohnung habe ich die rausgeholt, habe die einfach hier hingestellt, Schreibtischplatte drauf und dann war es halt alles fertig. Ja, und jetzt kommt nach und nach kommen immer neue Sachen am Start. Ich brauche natürlich noch einen Nutbock, eine Drohne, die haben sie mir auch geklaut. Und wenn ich noch ein Heulvideo, noch nächstes Mal nochmal ein Heulvideo mache, dann heule ich halt. Das ist mein Kanal, ich kann so viel heulen, wie ich will.
Das ist eben halt ein Blick hinter die Kulissen, so wie es wirklich ist. Und ich heule ja gar nicht rum. Es geht ja einfach normal weiter, ja. Ich hole meine Ausrüstung, es geht einfach weiter, ja. Und ich habe mich immer hochgeboxt und ich bin immer der Mensch, der sich hochboxt. Klar war das immer so, jetzt so viel in letzter Zeit und dann ist man natürlich auch immer so ein bisschen so, oh. Da hat man so 3-4 Tage so Frust und hä? Naja, bei mir war das dann in Italien im Hotel. Ja, dann bin ich wieder losgefahren und dann, ja, habe mich wieder aufgerappelt. War alleine auf Lost Face Tour unterwegs, noch in der Schweiz und Italien bin ich nochmal zurückgefahren und so weiter. Wie gesagt, hier muss dann auch noch aufgeräumt werden, das mache ich dann auch noch. Hier müssen die Regalbretter noch rein, hier kommt die Kaffeemaschine rein. Hier wird auch nochmal ein bisschen umgebaut. Das habe ich alles nur provisorisch gemacht, dass ich wieder Livestream machen kann. Und das mit dem Schreibtisch gefällt mir auch noch nicht so ganz. Ich möchte den noch ein bisschen von der Wand wegstellen und dann soll er so schräg rein, dass ich dahinter meine Kameras und so aufbauen kann und dass ich von da hinten auch noch mal ein bisschen, ja, die Kamera steuern kann, Licht besser hinstellen kann. Das kommt aber noch mal ein separates Video. Hier soll auch noch was geändert werden. Hier soll noch was an der Wand. Das habe ich mir schon bestellt. Ich habe noch solche Fässer hinten im Schuppen stehen. Die will ich auch noch fertig machen für den Livestream. Also ist noch viel zu tun. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen hoch. Weiter fleißig abonnieren. Ich gehe auf die 10.000 Abonnenten zu. Finde ich richtig geil. Und eure Kommentare finde ich auch mega geil. Schön fleißig Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video am Samstag wieder. Und dann geht's jetzt an den Videoschnitt. Natürlich noch eben Kaffee kochen. Und dann wird geschnitten. Und damit würde ich sagen, abschalten. Bis zum nächsten Video. Ciao.